Ja, hallo, und hier ist wieder der Andi von der Arche Dennis. Während hier im Hintergrund bei mir die Pflaumen langsam anfangen zu blühen, haben wir was Feines vor. Und zwar, meine Schwägerin hat gesagt, Mensch, wäre schön, wenn du mal ein paar Pollen sammeln würdest. Also machen wir das extra für dich, liebe Conny. In diesem Jahr werden mal ein paar Pollen für dich und deine Gesundheit geerntet. Und ich hoffe, dass du dann auch ein paar davon abkriegst, weil ich weiß, dass meine Frau die auch ganz gerne mal so über den Salat streut, mal so in den Joghurt mit reinpackt. Aber alles dazu mehr. Jetzt geht es erstmal ran. Jetzt werden die Pollen geerntet. Was wir hier gemacht haben, wir haben quasi eine Pollenfalle einfach vor das Flugloch gesetzt. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Jetzt ernte ich einfach mal unseren ersten Pollen. Das machen wir 3 Tage hintereinander. Aber da erkläre ich gleich ein bisschen was dazu. Schau mal, das ist die Ausbeute von einem Kästchen. Kommt die Nummer 2. Das sieht auch sehr gut aus. Ja, schaut mal. Das ist die Pollenausbeute von 4 Pollenfallen von einem Tag. Das ist jetzt noch nicht ganz, ganz, ganz dolle viel. Es wird wahrscheinlich morgen und übermorgen ein bisschen mehr werden, weil die Bienen nämlich Folgendes denken. Die Bienen sagen, huch, jetzt kommen nämlich keine Pollen mehr im Volk an, also müssen wir mehr sammeln, weil ja da drin schließlich die Larven und die Bienen, die wollen ja Pollen fressen. Es ist ja schließlich deren Proteinquelle, die wir denen jetzt gerade wegnehmen. Also schicken die jetzt noch mehr Pollensammler los und dementsprechend wird es noch mehr Pollen geben, jetzt morgen und übermorgen. Die Sache ist natürlich, viel zu lange darf man das nicht machen, dann verhungert einem da drin im Volk natürlich die Brut. Dementsprechend machen wir das nicht länger als 3 Tage. Und das, was wir hier als Ausbeute haben, muss auch sofort weiterverarbeitet werden. Wenn Pollen hat einen sehr hohen Wassergehalt da drin, also das ist jetzt eine ganz, ganz, wenn man so reingeht, ja, fühlt sich so ein bisschen an wie feuchtes Mehl, sage ich mal. Und das fängt innerhalb von einem Tag an, gammelig zu werden, zu fermentieren oder schlecht zu werden. Dementsprechend muss das jetzt sofort getrocknet werden und das machen wir jetzt. Ja, wie eben schon versprochen, jetzt geht es an die Verarbeitung. Wir haben jetzt hier unseren Dörrautomaten. Da ziehe ich so ein bisschen die Platte raus. Da kommt ein Küchentuch mit runter, weil die Pollen eben sehr viel Feuchtigkeit noch mitbringen. Das ist ja der Grund, wo wir aufpassen müssen, dass die Pollen eben nicht vergammeln, wenn wir die jetzt eben zu lange liegen lassen. Die müssen eben getrocknet werden, das ist ja die Geschichte. So, reinigen tun wir sie danach noch, aber erstmal müssen die trocknen. Wir haben also hier eine schöne dicke Ausbeute. Die mache ich schön breit in den Dörrautomaten rein und dann können die hier vor sich hin trocknen. So, der Vorteil ist natürlich, wenn ich ein bisschen Küchenrolle unten drunter mache, dass Feuchtigkeit schon auch auf die Küchenrolle mit übergehen kann oder in das Blättchen einziehen kann. So, da haben wir jetzt unsere Pollen. Hier haben wir nochmal eine Nahaufnahme. Pollen gibt es eben in den unterschiedlichsten Farben, je nachdem, was gerade blüht, was gerade dabei ist. Weiße Pollen, total lilane, es gibt also fast alle Farben. Hier ist ganz viel jetzt Weide dabei, weil wir riesengroße Saalweidenfelder quasi in der Nähe haben. Das ist ein ganzes Feuchtgebiet. Da gibt es jetzt die Saalweide, die blüht wunderbar, ist ein guter Pollenspender. Und ja, wo an die anderen Pollen jetzt herkommen, keine Ahnung. Mirabelle blüht, Pflaumenbäume blühen jetzt und da wird schon eine ganze Menge davon gesammelt worden sein. Die Traubenkirsche ist gerade aufgegangen. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein starker Pollenlieferant ist, aber hier ist eben eine große Diversität an verschiedenen Farben und das macht es eben auch aus. Jeder Polle hat mit Sicherheit auch eine andere Zutat, eine andere, ja, ich sag mal, Ingredienz, irgendwas anderes wird da schon mit drin sein, andere Nährstoffe, von daher ein gesunder Mix. So, jetzt geht's ab in den Ofen. Zack. Türchen zu. Der Pollen wird jetzt 24 Stunden lang, also einen Tag lang bei 35 Grad Celsius getrocknet und dementsprechend ist es auch klar, warum deutscher Pollen so teuer ist, weil
Das ist einfach ein Riesenaufwand. Einen Tag warten, bis die Bienen den abgestreift haben. Einen Tag trocknen, jeden Abend zu den Bienen fahren. Danach muss er noch sortiert werden und gesäubert werden, ausgesiebt und mit der Hand nochmal verlesen, ob Wachsreste oder kleine Stöckchen oder irgendwas noch drin sind. Es ist eine Sauarbeit, die natürlich auch bezahlt werden möchte. Es gibt auch Pollen ganz billig aus Spanien zu kaufen, aber davon rate ich immer ab. Man will nichts unterstellen, aber es ist doch oftmals mehr mit Schadstoffen belastet als das, was wir in Deutschland kriegen. Und wenn ihr eine Möglichkeit habt, Pollen zu kaufen, kauft den etwas teurer, kauft ihn bei eurem deutschen Imker, habt ihr auf jeden Fall mehr davon. Jetzt haben wir hier die Ausbeute von unseren paar Tagen. Schon eine schöne Ausbeute. Jetzt wird sie gereinigt. Das heißt, grob vorreinigen mache ich, indem ich einfach alle einmal durch Sieb jage. So, was jetzt hier rauskommt, sind kleine Pollenreste natürlich, die könnte man verwenden, aber es sind eben auch ja, ein bisschen Staub, ein bisschen Schmutz, den die Bienen einfach mit eingetragen haben. Und das, was zu fein ist, das brauche ich eben nicht. Das kommt lieber raus. Und wenn wir hiermit einmal durch sind, dann geht es auch weiter. Dann beschäftigen wir uns komplett mit den Pollen und dann werden die nochmal einzeln sortiert. Jetzt habe ich hier mein Löffelchen. Jetzt gebe ich einfach ein paar von den Pollen auf den Teller. Jo, und jetzt geht es wirklich einfach darum zu gucken, sind es reine Pollen? Manchmal ist noch ein kleines Holzstückchen drin, manchmal ist einfach noch ein, es kann auch mal ein Bienenbeinchen mit da drin sein. Das wollen wir natürlich nicht im Joghurt haben, also geht es jetzt direkt in die Feinkontrolle. Ja, Feinkontrolle heißt echt Brille aufsetzen. Und Stück für Stück nach oben schieben. Alles, was reine Polle ist, verschwindet aus dem Bild. Und sollte irgendeine Verunreinigung drin sein, dann wird die natürlich sofort entfernt. Ja. Dann habe ich also nach meiner optischen Prüfung nochmals ganz fein wirklich die Pollen, die ich haben will, die Pollen, die sauber genug sind, dass ich sagen kann, ich kann die einfach reinstreuen. Aber das muss schon gemacht werden. Und darum, wie gesagt, achtet einfach drauf. Es ist eine Schweinearbeit. Also wer immer euch mal sagt, ich habe hier ein paar Pollen für euch oder ihr seht, dass ihr die kaufen müsst und denkt, warum sind die so teuer? Die sind so teuer, weil die müssen einfach gereinigt werden. Es gibt auch Pollenreinigungsmaschinen, die kann sich kein Imker leisten. Darum gibt es ein Löffelchen und ein gutes Auge und so wird eben gereinigt. Jetzt zeige ich euch aber noch mal kurz zum Abschluss das Pollenbrett selber. So, das Pollenbrett selber ist wirklich eine einfache Geschichte. Ich habe hier erst nochmal mein Brettchen. Hier hinten ist der Bereich, wo es einfach in die Beute hineingesteckt wird. Wichtig ist einmal das Löchlein hier an der Seite, weil meine Drohnen wollen ja raus und dementsprechend haben die eine Chance und können von hinten, ich zeig's mal so, hier steckt es ja in der Beute drin. Hier ist der Bereich, wo normalerweise mein Einflugloch ist, das heißt, die Drohnen können hier rein, können rechts oder links durch diese Löcher raus. Da kann auch mal die eine oder andere Honigbiene rein oder raus, aber die meisten gehen hier vorne rein. So. Und hier vorne, da ist, wenn man genau hinschaut, zeig's mal, ein Gitterchen drin. Schaut mal. Also die Biene krabbelt ganz normal hier rein, marschiert hier hinten in den Stock hinein, in den Bienenstock hinein, muss aber das Gitter passieren. Und dabei ist es so, dass die Biene durchpasst, aber ihre Pollenhülsen an den Beinen nicht. Die werden dann abgestreift und landen dann in diesem Schubfach. Und dementsprechend ist es relativ einfach, die abends einfach rauszunehmen. Das habt ihr schon am Anfang des Videos gesehen. Das wird abends rausgezogen. Der Kasten selber, der bleibt einfach an der Beute hängen. Ich kann das ausleeren, kann es wieder reinmachen, ohne die Bienen dabei großartig zu stören. Und die Bienchen können weiter ihre Pollen sammeln. Beziehungsweise, die sammeln sie zwar, aber wir klauen sie ihnen direkt an diesem kleinen Gitter. Jo, das war's vom Pollensammeln. Der Andi von der Arche der Nüs. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter sortieren, damit dann unsere Pollen endlich fertig sind und endlich ein bisschen verteilt werden können. Meine Schwägerin möchte ja gerne welche haben. Meine Frau wartet auch schon drauf. Also, ich höre auf zu quatschen. Das war's. Der Andi von der Arche der Nüs. Denkt dran, bleibt knackig.
Denk doch an die Äpfel.